Was wird passieren, wenn man die 15 Siege geschafft hat? Man bekommt einfach mal einen neuen Knopf, wo man weiterspielen kann. Und man bekommt eine ultra krasse Einladung. Trage jetzt im Brawl Stars Shop den Creator-Code Lukas ein, um mich kostenlos zu supporten. Alle 7 Tage musst du den Code neu eingeben. Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu meinem neuen Brawl Stars Video. Und Freunde, oh mein Gott, heute gibt es ein richtig krankes Video. Im heutigen Video kann ich euch einige Informationen zu der neuen 15-Siege-Challenge eben geben, was wir bereits wissen und was ich vermuten werde, denn es wird dieses Mal ein bisschen anders laufen. Wann wird überhaupt die 15-Siege-Challenge stattfinden? Und ich kann euch das tatsächlich mittlerweile schon sagen und ich kann euch auch sogar sagen, welche Modi werden drankommen, welche Maps und so weiter. Und es wird ultra krass, Freunde, was passiert, nachdem man die 15-Siege geschafft hat. Lasst unbedingt jetzt schon mal ein Like da, Leute. Ich würde sagen, für die 15 Siege, 15.000 Likes wäre auf jeden Fall ultra, ultra nice. Und ja, ich würde sagen, bevor wir eben anfangen damit, was nach den 15 Siegen passiert, schauen wir uns mal ganz kurz an, wann wird überhaupt die Challenge sein und welche Modi, welche Maps werden überhaupt spielbar sein, Freunde. Und zwar wurde eben vor kurzem auf Twitter von Brawl Stars Esports getweetet, Freunde, was tatsächlich am Start sein wird. Und zwar wird die Championship Challenge tatsächlich am nächsten Wochenende schon sein. Ultra, ultra nice. Ihr seht auf jeden Fall Next Week's Maps, ne? Und daran könnt ihr erkennen, okay, nächste Woche, das war bisher immer am Wochenende. Das heißt, das hat immer bisher am Samstag, glaube ich, begonnen. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass es am 20.02. auf jeden Fall starten wird. Ich schätze um 9 Uhr. Ich weiß nicht 100%, aber so war es bisher immer, ja. Samstags, morgens sozusagen. Und da hier steht ja Next Week's Maps. Wir sehen auf jeden Fall, es gibt 5 Phasen sozusagen. Die erste Phase ist Brawl Ball, die zweite Hot Zone. Danach Heist, also Tresorraub, Juwelenjagd und Kopfgeldjagd. Jeweils immer 3 Matches sozusagen. Ihr wisst, 15 Siege muss man schaffen. Ich glaube, man darf maximal 3 Niederlagen haben. Ab der 4. ist man, glaube ich, raus, wenn es so wie immer war auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir schauen uns mal ganz kurz mal die Maps an, die kommen werden und dann sehen wir uns. Für die Maps, dass wir uns die anschauen, muss ich ganz kurz mein Game auf Englisch stellen. Ich sage euch ehrlich, ich spiele eigentlich immer in Deutsch und jetzt stelle ich mal das Game in Englisch. Wir gehen kurz in ein Testspiel, ich zeige euch ganz schnell die Maps, die dann eben drankommen werden. Also wir gehen einmal hier in das Friendly Game und als erstes haben wir Super Stadion. Okay, das hätte ich nicht dafür übersetzen müssen, aber das ist auf jeden Fall diese Map hier. Wenn ihr nochmal ein genaueres Video wollt zu Kombis und so weiter, wo wir die auch ausprobieren, dann schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare, wenn ich euch noch mehr Tipps geben soll. Aber in diesem Video soll es eher darum gehen, was passiert nach den 15 Siegen, was dieses Mal anders. Dann haben wir noch als nächstes auf jeden Fall Hot Zone, Freunde. Und dort kommt Dueling Beatles. Keine Ahnung, habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm auf jeden Fall, was das genau ist. Hier ist auf jeden Fall die Map, Leute. Ah, okay, die kenne ich auf jeden Fall. Die finde ich sogar ganz nice. Die wird auf jeden Fall in der zweiten Phase am Start sein. Dann haben wir noch in Tresorraub als nächstes die Map Hot Potato. Das ist auf jeden Fall diese Map hier, Freunde. Die finde ich eigentlich auch ziemlich, ziemlich nice. Und dann haben wir noch eben, ja, Hard Rock Mine bei Juwelenjagd. Welche Map ist das? Ich weiß es gerade sogar, ehrlich gesagt, selbst nicht. Es ist einfach mal diese Map hier, die wird dann auch am Start sein. Die finde ich auch ganz cool sogar. Ja, ist bisher sehr, sehr nice Maps, finde ich sogar. Und Canal Grande finde ich auch sehr nice. Da weiß ich sogar, welche Map das ist, auswendig. Und zwar ist das diese Map. Die fühle ich auf jeden Fall auch. Genau, das sind genau die Maps, die drankommen werden. Wurde jetzt, wie gesagt, offiziell bestätigt von Brawl Stars Esports. Und jetzt die Frage, Leute, was passiert aber, wenn man die 15 Siege eben geschafft hat? Und lol, irgendwie kann ich hier nicht ablehnen, lul. Genau, Freunde, jetzt soll es eben darum gehen, was passiert jetzt aber eigentlich, wenn man die 15 Siege geschafft hat. Das ist nämlich ein bisschen anders als sonst. Ich zeige euch erstmal, wie das Ganze sonst ausgesehen hat. Und zwar war es bisher eben so, Leute, man hat dann im Posteingang diese Nachricht bekommen mit diesem Konfetti Brawl Stars, also Online Qualifier, freigeschaltet. Und dann gab es da quasi einen Webseiten-Link, ja, wenn man dann auf Los geklickt hat. Ich glaube, das war sogar die erste Championship-Challenge, die ich hier gerade am Start habe. Ich bin mir nicht ganz sicher. Hat sich diese Seite geöffnet und das war halt immer relativ aufwendig. Das hat mir nicht so ganz gut gefallen, wie das umgesetzt war. Im Prinzip konnte man sich dort mit seinem Team anmelden für ein weiteres Turnier. Ich habe das ehrlich gesagt nicht gemacht gehabt und die anderen hatten das irgendwie auch nicht, glaube ich, gemacht, die anderen YouTuber, zumindest in Deutschland. Genau, ich erkläre euch ganz, ganz kurz, was dann quasi passiert ist, wenn man das gemacht hat. Im Prinzip, Freunde, wenn man das sich da angemeldet hat, man muss mindestens 16 Jahre alt sein in der Vergangenheit. Ich weiß nicht, wie das dieses Mal sein wird. Ich vermute, es wird ähnlich sein. Auf jeden Fall ist man dann in eine Art Turnier gekommen, aber man musste in diesem
Online-Turnier nochmal, quasi 15 Siege abschließen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dabei muss ich echt sagen, was ich gar nicht wusste, was ich extrem heftig finde. Schauen wir uns das Ganze mal an, wie das eben aussah. Und zwar ist dieses Video von Ray Brawl Stars, das ist in der Beschreibung natürlich verlinkt, Leute, was ich extrem heftig finde. Man hat dann einfach so eine Einladung bekommen. Das ist so krank, wie diese Einladung aussieht, Leute. Habe ich noch nie gesehen vorher. Mit diesem, also quasi eine offizielle Brawl Stars Einladung. Mega heftig in diesem, von diesem Tournament-Match. Schaut euch einfach mal an, wie das aussieht. Wer würde da auf Ablehnen drücken? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Ich glaube, niemand. Mega, mega krank. Dann war man sozusagen in einer Testspiel-Lobby und dort musste man dann auch mehrere Games machen sozusagen. Zum Beispiel 3 Games in Tresorraub, 3 Games in Brawl Ball wieder und so weiter. Also nochmal diese 15 Siege. Challenge von allen, die eben auch 15 Siege geschafft haben, ne? Damit sich das nochmal reduziert von den Leuten. So geht das dann eben weiter und am Ende war das dann quasi so, dass es einen Gewinner aus, also ein Gewinnerteam oder mehrere, ich bin mir nicht ganz sicher, aus Europa gab, aus Asien, USA und so weiter. Und ja, so war das eben in Vergangenheit, Freunde. Ultra heftig. Aber dieses Mal kommt noch eine richtig kranke Sache dazu. Und zwar, Freunde, hat man im letzten Brawl Talk eine richtig kranke Sache gesehen. Wir sehen hier auf jeden Fall dieses Online Qualifier Unlocked. Und hier steht eine bisschen andere Nachricht. Und zwar übersetzen wir mal kurz. Wow, du hast die Championship Challenge geschafft. Großartig. Um deine Reise fortzusetzen, gehe jetzt zur neuen E-Sports-Sektion auf dem Homescreen. Oh mein Gott, wie krank ist das? Das heißt, man wird einfach einen neuen Knopf auf dem Homescreen bekommen, wenn man die 15 Siege geschafft hat. Nur, also ich habe das so verstanden, nur wenn man die 15 Siege geschafft hat, bekommt man den E-Sports-Knopf auf dem Homescreen. Geisteskrank. Was da genau passieren wird, wenn man da drauf drückt, weiß ich nicht. Das weiß man natürlich leider noch nicht, Freunde. Aber ich bin extrem gespannt und gerade deswegen will ich unbedingt natürlich auch nochmal die 15 Siege schaffen. Ich habe sie bisher eigentlich so ziemlich immer geschafft, glaube ich. Deswegen wird es sehr, sehr spannend. Jetzt kommt meine persönliche Theorie, was passiert, wenn man da drauf drückt. Ich schätze, dass es in-game gelöst wird, dass man quasi weiterspielt im Sinne von nochmal gegen andere Teams, die nochmal 15 Siege hatten. Und das stelle ich mir unglaublich cool vor. Also nur wenn man die 15 Siege schafft, kommt dieser E-Sports-Knopf und dann wird man quasi nochmal eine 15 Siege-Challenge haben. Aber nur gegen Gegner, die auch schon 15 Siege davor geschafft haben. Das heißt nochmal deutlich, deutlich schwieriger. Vielleicht werden sogar Belohnungen am Start sein. Ich weiß es nicht. Ich vermute sogar eher nicht. Ich vermute, dass es auch wie in diesem Testspiel-Style ist. Aber das stelle ich mir so unglaublich cool vor. Bin so gespannt, wie das gelöst wird, Leute. Weil das wird einfach nur geisteskrank. Leider hat man hier, wie gesagt, nicht gesehen, wie darauf geklickt wurde. Aber das wird auf jeden Fall auch stattfinden. Ihr wisst, nächste Woche ist die 15-Siege-Challenge. Ich werde natürlich auch live streamen das Ganze. Und wenn ihr auf jeden Fall Bock habt, Leute, dass ich euch noch weitere Tipps gebe, welche Brawler sollte man nehmen? Ich werde mir natürlich auch Pros dazu holen, die dann deutlich, deutlich mehr spielen. Vielleicht so E-Sport da auch, die eben deutlich bessere Kombis als ich empfehlen könnten. Wenn ihr das sehen wollt, dann schreibt das auf jeden Fall unbedingt in die Kommentare. Dann kann ich das gerne machen. Beispielsweise, welche Kombis sollte man spielen? Welche Brawler sollte man spielen? Wie sollte man die Kombis spielen? Damit ihr auf jeden Fall 15 Siege schafft. Das würde ich dann natürlich noch vor der 15 Siege-Challenge hochladen. Dann schreibt das auf jeden Fall in die Kommentare, Freunde. Lasst unbedingt nochmal ein Like da. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen geholfen, um das Ganze so ein bisschen zu verstehen. Ihr wisst, am Ende ging es dann um 1 Million Dollar Preisgeld auch, ne, für das Gewinnerteam sozusagen. Geisteskrank, das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall, es zu probieren mal. Natürlich wird es sehr, sehr schwer sein, weil je weiter man kommt, desto kranker werden die Gegner sozusagen auch spielen. Ist ja klar. Aber Leute, jeder kann es natürlich grundsätzlich versuchen. Ich glaube aber, man muss 16 Jahre alt sein, um dann auch wirklich an diesem Endturnier teilzunehmen. Die 15-Siege-Challenge an sich in-game kann natürlich jeder machen. Die ist ohne Altersbeschränkung, wenn ich das richtig verstanden habe. Danach, glaube ich, muss man 16 sein, um sich sozusagen anzumelden. Aber vielleicht ist es dieses Mal auch anders. Ich weiß es wirklich nicht, Freunde. Wir werden es sehen. Ich würde sagen, wir sehen uns. Lasst nochmal ein Like da. Und damit, ciao.